Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Car Manufacture. Und ja Leute, es geht weiter. Die Fahrzeuge hier, die stehen immer noch auf dem Hof. Ich glaube, die will keiner mehr haben. Was ist denn da los? Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen, ist, wir müssen noch anscheinend mal wieder ein bisschen die Werbetrommel rütteln hier für die Kollegen. Deswegen werden wir hier überall nochmal die Werbungen aktivieren. Jetzt sogar auch die Flyer. Da bin ich mal gespannt, ne? Ob das hier was wird. Gesamtkosten sind ja gar nicht hoch und der Beliebtheitsgewinn ist aber dafür umso höher, nämlich plus 15%. Des Weiteren, Leute, unsere Forscher sind fleißig, beziehungsweise ich frage mich gerade, wo ist eigentlich der andere Kollege? Ich dachte eigentlich, ich hätte zwei eingestellt. Ja, wo ist der denn? Der ruht sich aus. Ei. Naja, den können wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen zur Schule schicken, damit der gute Kerl mal ein bisschen was lernt, gell? Und wir gucken mal, wie sieht's aus mittlerweile. Ah, guck mal, wir können hier noch, ich würde sagen, wir stellen mal noch einen Verkäufer ein. Dann haben wir zwei hier auf der Fläche. Oder komm, Leute, was soll der Geiz, ne? Wir nehmen drei Stück an Start hier. So, das heißt, da haben wir auf jeden Fall jetzt genügend Leute am Start, die für uns dann die Fahrzeuge verkaufen. Die Jungs, die produzieren auch, glaube ich, relativ fleißig. Das passt auch. Wir haben 7.449 Dollar momentan auf dem Konto. Ich glaube, das ist auch ganz passabel. Ich weiß ja, man kann ja solche Straßen bauen, ne? Ich weiß halt noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich werde jetzt mal hier noch diese Toolbox mir holen. Inwiefern das nachher was funktioniert, das weiß ich noch nicht. Grundwerkzeuganhänger. Hier haben wir noch, ah, das ist ja der Strom. Und hier haben wir noch Lagerregale. Die holen wir uns jetzt auch mal noch ran. Und dann gibt es hier jetzt sogar schon Parkplätze mit Dach und eine Schredderstation. Ich weiß nicht, wollen wir Autos verwerfen? Also verwerten? Ist jetzt nochmal so eine gute Frage, ne? Parkplatz mit Dach gucken wir uns später an. Wir gehen jetzt erstmal hin und schauen uns mal an, was das bedeutet hier jetzt überhaupt, was wir da jetzt alles Schönes freigeschaltet haben. Wir haben jetzt nämlich eine grundlegende Toolbox. Passt auf eine, was passt auf einige Tools, Arbeiter, Energiesparmodus 10%. Aha. Die können wir hier hinsetzen. Cool, okay. Aktuell 10 Leute, die da arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das heißt, wir haben 10 Mitarbeiter, 10 Toolboxen. Wartet mal, ich glaube, die eine Toolbox müssten wir vielleicht dann eigentlich hier rüberstellen, ne? Kommen die jetzt hier noch dran? Ich hoff's. Leute, ich hoff's einfach, ne? Ich hoff's einfach. Wobei, wir könnten ja auch eigentlich diese Bleche der Arbeit hier für den Speicher, das könnten wir doch eigentlich auch hier einfach vergrößern. Dann können wir vielleicht die Toolbox. Ah ne, wir können das nur so. Kann ich das hier? Ne, ich kann es auch nicht mehr verstellen. Nur hier dieses Förderband. Okay, das hätten wir auf jeden Fall. Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, wir brauchen mehr Leute, die hier das Zeug reinbringen, ne? Was ist denn hier los mit der Karre? Ist sie noch nicht fertig, oder was? So, wie sieht's aus hier mit der Verkaufszahlen, Leute? Was ist hier los? Wie sieht's denn aus hier? Wir haben kein Darlehen, was schon mal gut ist. Wir brauchen auch keins. Wir haben
Autos verkauft hier. Wie sieht's denn da aus aktuell? Ja, wir sind hier, wir sehen's. Ja, Gesamtbargeld. Ja, hier ging es ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Das passt eigentlich soweit. Das ist okay. Hier haben wir in Technik viel Geld ausgegeben. Und ein bisschen was in Werkzeuge und Teile. Und die Mitarbeiter. Ja, die kosten uns momentan am wenigsten. Das ist schon mal okay. Anzeigen haben wir jetzt ein bisschen aufgegeben. Wir müssen hier höher kommen mit den Verkaufszahlen von den Autos, Leute. Ja, wir brauchen mehr. Wir müssen mehr Autos verkaufen. Deutlich. Aber da sind hoffentlich jetzt die Jungs hier dran. Die sollen das Ganze hier jetzt natürlich weiter voranbringen. Ich hoffe, dass die hier mal mit ihrer Forschung mal hier langsam vorwärts kommen. Und jetzt müssen wir hier halt noch einen einstellen, der hier mal ein bisschen mithilft, damit das Ganze hier ein bisschen vorwärts geht. Kann ja nicht sein hier. So, ich würde tatsächlich jetzt hingehen, weil wir von denen genug haben. Leute, wir müssen das hier... Wir machen jetzt hier Schnellverkauf. Und hier machen wir jetzt erstmal Stopp. So. Von den Karren brauchen wir nämlich keine mehr. Da stehen schon genug da auf dem Hof rum. Wir müssen vielleicht hier den Kollegen mal ein bisschen unter die Arme greifen. Hier, der fährt jetzt gleich weg. Hier, ich weiß auch nicht, warum die hier so langsam sind, ne? Wie viele Mitarbeiter soll ich denn da noch hinstellen, damit die hier was schaffe? Wie viel soll ich denn da hinstellen, dass die da noch was schaffe, da? Gibt's doch gar nicht. Oder brauchen wir noch mehr Leute, die hier transportieren? Vielleicht brauchen wir hier... Guck mal. Leerlauf, Autos transportieren, ausruhen, ausruhen. Waren transportieren. Wieso? Also wenn die Leerlauf haben, Leute, heißt das dann, dass die nichts zu tun haben oder was? Oder wie läuft das? Wie ist das Verständnis da für mich? Da bin ich jetzt gerade mal ein bisschen überfragt. Oder müssen wir vielleicht hier... Bei der Bestellung, bei der aktiven, müssen wir hier vielleicht den Inhalt ein bisschen erhöhen. Also die Menge quasi. Kann das sein? Den hier werden wir auf jeden Fall jetzt abbrechen hier. Die Fertigstellung, da machen wir nichts mehr. Das ist jetzt Feierabend. Da werden wir jetzt kein Fahrzeug mehr in diesem Sinne herstellen. Da warten wir jetzt darauf, dass... das gute Teil hier einmal fertiggestellt wird. Und dann werden wir das nämlich benutzen und dann hier bauen lassen. So, hier geht schon mal der erste Grüne hier. Leute, der erste Jim Run geht vom Hof. Ach, herrlich. Leute, super. Marktwert 1815 Dollar. Da sind wir aktuell bei 8000. Sehr schön. Und wir steigen weiter mit unserem... mit unserer Popularität. Sehr schön. Verkaufsraum. Sieht doch eigentlich auch ganz nett aus, oder? Kann man doch eigentlich fast schon lassen. Wir könnten theoretisch hier das noch ein bisschen größer machen, ne? So. Ja. Vielleicht... Guck mal, vielleicht reißen wir die Tür einfach ab. Und die da. Dann lassen wir die Leute einfach drinnen. Die können hier nicht raus, ohne dass ich was kaufe. Nee, ich mache hier einfach so eine schöne große hin. Türen hier. Da nein. Und dann. Tadam, Auto, 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 Auto. Vielleicht hätten wir die Autos auch nach innen stellen sollen, hä? Und das nach außen. Auch vielleicht eine Option, hä? Pass mal auf, das machen wir. Wir setzen die hier schön. Ah, es ist nicht ganz mittig, so. Wir setzen das aber so hin. Ja, vielleicht nicht ganz so rüber, vielleicht eins. So. Genau. Würde ich sagen, Leute. Ja, doch, 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 das macht Sinn. Wisst ihr warum? Guck mal. Die kommen hier rein, die sehen die Autos, ne? Hier können sie dann nochmal warten und dann werden sie abgeholt und können dann hier miteinander dann quasi alles besprechen. So, das heißt, das kann man so hinsetzen wieder. Theoretisch können wir das eigentlich noch eins runtersetzen. Und das setzen wir dann. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So. Ja.
So, same procedure on the other side. Das kommt dahin und das kommt dann dahin. Entschuldigung, Leute, müsst ihr euch nochmal ganz kurz umorientieren, ne? Tut mir leid. Aber wir müssen hier mal ganz kurz ein bisschen umgestalten. So. So könnte mir das ganz gut gefallen, glaube ich. Hier steht schon Jim Roadster wieder am Start. Hier läuft es. Ich frage mich nur, warum die manchmal so langsam sind. Das ist mir noch so ein kleines Rätsel. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, woran das liegt. Wir haben ja hier 4 Leute eingeteilt. Liegt das vielleicht daran, weil die vielleicht Level 2 sind oder was? Müssen wir den vielleicht nochmal... Worker ist dem... Ah, der ist hier zugewiesen. Jetzt müssen wir den alle mal $1 mehr zahlen. So. Vielleicht schaffe die dann auch mehr. Hier, den Transporter, die kriegen auch mal alle $1 mehr. So, 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 so. Vielleicht läuft das dann. Vielleicht läuft das dann. Wenn ich jetzt hier auf Training gehe... Ist ja Training. Ist die Frage, was bedeutet das genau, Leute? Trainieren die jetzt oder was passiert jetzt mit denen, wenn die trainieren? Schaffen die da nichts mehr oder haben die dann Pause? So, wie sieht es denn hier aus mit dem Tisch hier? Ja, Leute, machen wir mal vorspulen, dass das Ding hier fertig ist. So, wunderbar, Leute. Da haben wir doch das Ding hier fertig. Das ist auch in Runabout, aber der neuere, schönere, kompaktere, geschlossene, ne? Also müssen wir jetzt den Gym Run New. Ah, das ist aber auch ein bisschen blöd, ne? Ich nenne den mal 1. Oder wartet mal. Der hat ja ein I4 drin, ne? Also in, machen wir einfach I4. Können wir hier ein Leerzeichen machen? Ja, I4. So. Gym Run I4. So, den nennen wir jetzt einfach so. Zack. Und gehen natürlich mal mit der Zeit wieder runter. Wunderbar. Dann können wir hier die Jungs gleich wieder weitermachen lassen. Die sollen hier... Oh, Leute. Forschungsprojekt auswählen. Das sieht natürlich richtig schick aus hier, das Teil. Oh ja, Leute. Da sollen die jetzt mal hier erst Gas geben. Oder machen wir erstmal den Unbekannten. Leute, wir lassen erstmal... das Unbekannte machen. Bin mal gespannt, ob die jetzt den roten hier einmal erstellen werden. Wir werden auf jeden Fall hier jetzt anfangen mit dem Erstellen dieses Gym Run E4. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir den hier noch weiter erstellen lassen sollen, weil wir haben ja theoretisch das nächst bessere Fahrzeug, ne? Wenn man es mal so will. Guckt euch das mal an hier, das gute Stück. Sieht eigentlich ziemlich nice aus, oder? Hat halt ein paar Teile, ne? Muss man halt mal jetzt gucken da. Ne, ich würde sagen, wir werden jetzt den hier einmal hier bauen lassen. Was bedeutet, wir müssen natürlich dann hierfür auch die Teile einmal bestellen. Da haben wir hier auf jeden Fall eine Menge, Leute. Da muss auf jeden Fall eine Menge erstellt werden. Das heißt, wir nehmen uns hier wieder die Menschen weg, die wir nicht brauchen. Ich weiß auch gar nicht, warum hier so viele sind. Wir setzen jetzt erstmal hier 3 hin. Wenn die jetzt hier verkauft sind, Leute, dann müssen wir natürlich das hier umsetzen, ne? Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So, 3 Leute werden dann hier schaffen. Das ist okay. 0 Tage aktuell. 0 Tage. Durchschnittliche Produktionskosten des Autos 2. Okay. Nun gut. Ach, kann man hier auch die Farbe ändern? Nee, ne? Wir können den nur in Rot erstellen, oder was ist das hier? I don't know. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier dann erstmal die Produktion in Auftrag geben. Ich würde sagen, wir machen hier wieder 50%. Leute, ich weiß gar nicht, was bedeutet das denn jetzt genau hier? Einmal bitte damit in die Kommentare, Leute. So, wir haben hier
glaube, die Dreierbestellung, die brauchen wir nicht mehr. Genau. Die brauchen wir nicht mehr. Jetzt können die loslegen, Leute. Die können loslegen, die Mitarbeiter können starten und dann geht's hier los mit der Produktion von dem Jim Run E4. Da bin ich echt gespannt. Wir müssen hier die Dinger verkaufen, Leute. Unbedingt. Die müssen hier vom Hof. Diese Rikes. Die sind momentan nicht mehr up to date. Wir sind ja auch schon hier im Jahr 1887. Auf geht's, Freunde. Schafft was. So Leute, dann machen wir mal ganz kurz Stopp, weil wir haben ein bisschen Kohle auf dem Konto. Aha, einer wurde auf jeden Fall schon mal wieder verkauft. Wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen, vielleicht machen wir auch einfach den Preis von dem Ding da ein bisschen runter. Hä? Vielleicht kauft den dann einer eher. 350, komm. Komm, für 350, ist im Angebot, Leute, ist im Angebot jetzt, ist im Angebot. Wir gucken mal, was wir hier noch ein bisschen erforschen können. Und zwar nämlich für unsere Mitarbeiter. Vielleicht sind die dann auch mal gewillt, ein bisschen schneller zu schaffen, gell? Wir haben hier noch Bocksack und wir haben hier Hanteln. Sollten wir vielleicht mal nutzen. Komm, Hanteln, damit die hier ein bisschen trainieren können in ihrem Räumchen. Und der Bocksack brauchen wir noch nicht. Machen wir auch noch nicht, das machen wir später. Bisschen Dekoration. Ja, komm, damit es ein bisschen schöner aussieht hier auf unserem Hof. Wachposten brauchen wir jetzt nicht. Dann machen wir hier mal Werbung freischalten. Bleier Stufe 2. Hier haben wir noch Schnellverkaufsrückerstattung. Na komm, was auch immer. Das machen wir mit rein. Hier haben wir kleine Verkaufscouch. Wir haben hier eine Verkaufscouch. Das haben wir hier noch. Ein Verkaufsregal, das nehmen wir noch mit rein. Damit wir uns ein bisschen besser ausstatten können in unserem Verkaufsladen. Beziehungsweise in unserer Verkaufsbude hier. Obligatorisches Training. Chance für Forschung auf niedrigem Niveau. Auf geht's, bitteschön. Und Research Grinder. Mhm, alles klar. Dann hau mal rein hier, Kollege. Und wir haben hier Forschungszonenlimit. Ach so. Aha, okay. Zwei. Wir können theoretisch sagen, die können mit zwei Sachen direkt forschen. Ah, ich glaube, Leute, es reicht erstmal aktuell so, oder? Was meint ihr? Hier ist noch eine mittlere Toolbox, eine grundlegende Toolbox. Ja, ich glaube, wir haben jetzt gerade mal genug Geld ausgegeben, Freunde. Wir gucken uns erstmal an, was wir hier Schönes. Und da geht das nächste Auto wieder hier raus, Leute. Sehr schön. Und da geht auch schon gleich der erste Run E4 raus. Wir können hier für die Mitarbeiter jetzt erstmal noch ein bisschen was erstellen. Und zwar hier mal so ein paar, so eine Hantel. Leute, hier. So eine schöne, so ein schöner Platz, wo die Jungs ein bisschen was. Na! Wo die Jungs ein bisschen trainieren können. Na, jetzt können sie sich mal hier ein bisschen austoben. Die Kollege. Schön. Ja, ist doch geil, Leute. Können sie jetzt mal hier ein bisschen Kraft schöpfen, die Kollege. Später gibt es da noch einen Boxsack, ne? Alles zu seiner Zeit. Aber hier oben haben wir noch was, das wir installieren können. Und zwar einmal, wir haben jetzt hier ein Verkaufsregal. Ich würde sagen, wie stellen wir das am besten? Ja, dass sich die Leute das so angucken können, oder? So. So. Oder? Was meint ihr, Leute? Kann man das so lassen?
Sollen wir hier noch so zwei hinmachen? So. Was das jetzt mit sich bringt? Leute, ich habe keinen Plan. Wir werden es sehen. Erhöht die Chance auf einen... Ah, das erhöht die Chance auf einen erfolgreichen Verkauf. Aha. Alles klar. Die Frage ist, hätten wir da überhaupt so viele installieren müssen? That's the question, ne? Das ist die Frage. Naja. Wir haben ja ein Forschungstisch, das passt ja alles noch. Forschungstafel brauchen wir auch nicht. Parkplätze. Da könnten wir eigentlich mal den Parkplatz mit dem Dach installieren, ne? Oder hier haben wir noch. Aber wir haben ja noch die Lagerregale. Die sind wahrscheinlich ein bisschen produktiver und besser, hä? Können wir hier da so eins hinstellen? Passt da bestimmt mehr rein, hä? 75 Einheiten halt. So. Ah, da können wir dann auch gleich so theoretisch zwei hinstellen. Guck mal. So, da geht's jetzt hier richtig vorwärts. Da wird das jetzt mal richtig voll gemacht hier. Ja, dann aber Attacke, Leute. Dann aber, sag ich mal hier, aber ganz schnell Attacke hier, gell? Wir gehen mal ganz kurz hin. Dann können wir vielleicht hier die Menge noch ein bisschen auffüllen. Ich mach das hier einfach auch mal auf 50. Ich weiß jetzt echt nicht genau. Nee, ich weiß es nicht. Weiß es nicht, Leute. Ich mach's trotzdem einfach auf 50%. So. So, das haben wir ja schon alles eingestellt. Das passt. So, hier sind sie wieder am Forschen. Das ist auch super. Hier sind sie am Arbeiten. Und die Verkaufszahlen. Oh, die waren aber nicht gut hier. Oh, 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 die letzten. Oh je, oh je. Ja, wir kommen anscheinend nicht mit der Produktion hinterher, hä? Können wir einfach nicht sagen, wir produzieren hier nochmal ein Auto? Ist das zu nah dran oder was? So ein Blatt Quatsch hier, Leute. Bringt das was? Wenn ich das jetzt so hier hinsetze? Dann habe ich nur wieder... Ah, ich habe hier eine Montagestation. Okay. Aber da wird ja das Fahrzeug produziert. Das heißt, das so macht das gar keinen Sinn, ne? Da gibt ihr mir, glaube ich, alle recht. Ja, da gibt ihr mir bestimmt alle recht. Ja, da müssen wir anscheinend hier nochmal ein bisschen forschen. Und zwar im Bereich... Vielleicht auch Geschwindigkeitsverbesserung. Was haben wir hier noch? Strom sparen. Mittlere Toolbox. Das sind die Regale unter die Lagerplatten. Schredderstation. Grundlegende Tools zur Qualitätsverbesserung. Fördergeschwindigkeit. Kranmontagearm. Leute, was bringt uns der Kranmontagearm? Damit, Leute, bitte mal... Oh, der Lackierstation. Da bitte gerne mal in die Kommentare reinhauen. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch den Parkplatz mit Dacheimer kaufen. Damit die Fahrzeuge hier gut überdacht sind, ne? Damit die gut überdacht sind. Wir haben... Ach, guck mal, wir können hier die Blaupausen beschränken, was da eigentlich nur draufstehen soll. Cool. Das ist natürlich auch schön. Alle Autos schnell verkaufen. Was heißt das? Ah, für das bisschen, was da draufsteht, oder was? Aha, okay. Ja, das wollen wir natürlich nicht, ne? Was wir aber wollen, ist, wir wollen jetzt natürlich den Parkplatz upgraden mit einem Dach. Und dazu muss ich jetzt die dann erstmal zerstören. Dann kommt hier einmal Dach drauf. Und noch ein Dach drauf. Schön.
So. Ach, wunderbar, Leute, sage ich mal zu mal. Hier, den können wir hergeben. Den kann ich jetzt... Ich weiß nicht, wenn ich jetzt den da wegmache, dass es nicht nachher schlecht ist. Das können wir wegmachen. So. Und so. Was ist, wenn ich jetzt das entferne? Okay, das machen wir dann nicht. Das machen wir nicht. Jetzt ist auf jeden Fall, ne, Leute. Also ich kann mal so viel sagen. Ja. Ja. Die sind alle weg. Die sind jetzt alle weg. Das heißt, den hier können wir jetzt hier mal schon mal rausnehmen wieder. Da gehen wir hier einmal drauf und sagen, pass mal auf, den ändern wir jetzt. Hier soll jetzt das gute Teil verkauft werden. Und das Ding müssen wir jetzt natürlich erstmal hochstellen, weil da kam jetzt ja das erste Fahrzeug raus. Wir sehen es hier noch links auf der Seite. Da steht die erste Karre. Die muss natürlich jetzt unter die Leute gebracht werden. Wir veröffentlichen das Ganze und sagen einmal aktivieren, aktivieren und Poster. Oh, geil, Leute. Hammer. Und da, ja, das Ding ist jetzt veröffentlicht. Sehr gut. Hier müssen wir noch mal ein bisschen die Wärmetrommeln rütteln, damit das Ganze hier funktioniert. Und hier wird auch alles, ach nee, alles aktivieren. Entschuldigung. Entschuldigung. Muss natürlich alles aktiviert sein. So. Und dann können das hier mal richtig weitergehen, Leute. Sau nice. Da haben wir jetzt hier tatsächlich schon den Gym Run E4 am Start. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis der verkauft wird. Der ist auf jeden Fall für einen guten Preis jetzt hier angeboten worden, würde ich mal behaupten. 2905 ist aktuell, glaube ich, unser teuerstes Fahrzeug. Ja. 2905. Kunden, Autos, Verkäufer. Ja, hat den jetzt schon einer gekauft? Ne, hier sind aktuell... Aha. Das heißt... Heißt das jetzt, dass einer den gekauft hat? Weil Autos steht da jetzt ja aktuell 0. Hier haben wir einen Kunden, Autos 0. Aha. Das sieht jetzt danach aus, als ob einer den gekauft hätte. Kann das sein? Produktionsdatum war auf jeden Fall hier März 87. Guck mal, der fährt sogar 68 km/h hier. Wie schnell fährt der hier? 60. Guck mal, Leute. Der hier fährt sogar schneller als unser Gym Road. Haha, not bad. Aha, hier wurde auf jeden Fall ein Verkauf geklärt. Hier läuft einer, der Trevor. Der Trevor, der holt sich hier noch den Road raus. Er fährt da nochmal in den E4 rein. Eieieiei. So was hier aber auch. So, der Ian White. Was hat er denn gekauft? Die Ian White. Der hat sich den Gym Run E4 gegönnt, Leute. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, junger Mann, mach dich mal ab hier vom Hof und viel Spaß mit der Karre, gell? Sehr schön. So, Mechaniker, Leute. Ich bin mir immer noch nicht sicher... Es gibt immer welche, die haben Leerlauf, ne? Wie ist das denn, wenn die Leerlauf haben? Liegt das am Platz oder woran liegt das? Oder liegt das daran, dass die Teile noch nicht da sind und wir eigentlich mehr von diesen Spezies brauchen, die den Kram hier transportieren? Ich glaube, wir brauchen mehr Leute, die transportieren. Kann das sein? Ich stelle mal hier noch zwei Leute ein, die transportieren sollen. Dann hoffen wir mal, dass das in Zukunft hier ein bisschen schneller geht, gell? So. Das ist hier die Energie. Ja, die Energie. Ja, da muss ich mal ein bisschen ausruhen. Kein Problem, mein Lieber. Ich werde dich jetzt eh ersetzen. Tut mir leid. Aber wir brauchen hier qualitativ bessere Forschungen. So, super Leute, sehr, sehr geil, das läuft auch hier. So, hier sind auf jeden Fall die Toolboxen am Start. Aha, hier werden die Karren gebaut, hier kommt wieder das nächste Teil hier für die Motorhaube dran. Jawohl, macht drauf hier das Ding. Sehr schön. Ich verstehe halt noch nicht, jetzt macht er was und er macht jetzt Pause, ne? Okay, er schafft jetzt was. Jetzt geht er weg. Er geht auch weg.
Ah, jetzt holt er sich einen Reifen hier raus. Ah, das ist der, der hinten hinkommt. Noch einer, der da hinten hinkommt, okay. Aha! Jetzt verstehe ich das, glaube ich. Ich kann das teilen. Ich kann sagen, die einen machen da, die anderen machen da. Kann das sein? Station 1, Station 2. Leute, kann das sein, dass das so ist? Ich glaube ja. Ich glaube, jetzt wird hier der eine Teil gebaut, dann rollt es weiter dahin und dann geht hier der zweite Teil. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mit dem, was ich hier sage, richtig liege. Und dass man das später quasi dann... Ja, oder? Jetzt hier einen... Da... Ah, nee. Okay, aber ich kann... Achso, das ist für die ganze Linie. Okay. Also, ich könnte jetzt ja das Ganze... noch anders verschieben, dass man sagt, an der einen Stelle wird das Chassis gemacht, dann wird an der nächsten wird nur die Aufhängung gemacht, dann die Lenkung, dann Motor und dann geht das immer so weiter, ne? Geht das dann schneller oder dauert das dann länger? Leute, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Ich würde das gerne mal wissen, wie das läuft, weil ich könnte mir ja jetzt zumindest vorstellen, wenn jetzt die zum Beispiel hier mit diesem Teil hier fertig sind und das Ganze nach vorne schieben, dahin, dass dann hier natürlich das nächste Fahrzeug schon wieder angefangen werden kann, oder? Leute, schreibt mir es bitte mal in die Kommentare. Es wäre für mich echt cool zu wissen. Ich würde sogar sagen, ich mache das jetzt einfach mal nur zur Probe. Setze ich mir hier... Ah, ich kann nur zwei Stationen setzen, okay. Aber es ist kein Problem, ich kann ja theoretisch hier... wartet mal. Upgraden. So. Jetzt müsste ich doch hier noch eine weitere setzen können. So. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hier so, so, ich möchte das, ich sag mal so, so gesetzt wird, dann müsste doch, dann müsste das doch so passen, oder? Dann wird jetzt hier an der einen Stelle das gebaut, an der nächsten Stelle wird das gebaut und dann immer so weiter und so fort, oder? Hier müssen wir nochmal dann, glaube ich, das Ganze in Auftrag geben, was bestellt wird. Dann brauchen wir halt theoretisch, glaube ich, noch ein paar Mechaniker, die wir einstellen müssen. Vermutlich. Ich stelle mal noch zwei Stück ein. Die setzen wir hier dazu. Vier Stück. Jetzt haben wir hier vier Leute, die da arbeiten. Wenn ich das richtig sehe. Und dann sollte das doch eigentlich funktionieren, so quasi als Straße, oder? Leute, klärt mich bitte einmal auf. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr mir da Bescheid geben würdet. Und ansonsten, Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr natürlich hier gerne mehr sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao. Ja, moin, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Car Manufacture. Und ja, Leute, es geht weiter. Die Fahrzeuge hier, die stehen immer noch auf dem Hof. Ich glaube, die will keiner mehr haben. Was ist denn da los? Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen, ist, wir müssen noch anscheinend mal wieder ein bisschen die Werbetrommel rütteln hier für die Kollegen. Deswegen werden wir hier überall... Thank you.